Also Freunde, diesmal bin ich gut vorbereitet für dieses coole Produkt. Eine Baseballmaschine. Und damit recht herzlich willkommen bei Tiny Tommy. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich meinen Schläger bereits mitgebracht. Obwohl, ich denke mal, da werde ich keinen Kugel, also keinen Ball treffen. Da lacht sich sogar der Karton. Sehr gut verständlich. Egal, ich habe auch einen richtigen Schläger mitgebracht. Nämlich diesen coolen Holzknüppel. Der sollte, denke ich mal, was taugen. Egal, Spaß beiseite. Da ist natürlich ein Knüppel mit drinne, einer aus Plastik. Das soll da stehen bleiben. Und ich bin mal gespannt, ob das Ganze was taugt. Folgendes Gerät ist da drinne, eine Baseballmaschine, die Bälle verschießt. So soll das Ganze nachher aussehen. Hier ist diese Maschine und ihr habt so diesen kleinen Knüppel mitgeliefert bekommen. So sieht das Ganze von der Rückseite aus. Also ich bin schon mal sehr gespannt. Kostet auch nur 17 Euro. Gibt es bei Tiger. Ist auch so ein Geschenkeartikel, denke ich mal. Und ich bin mal gespannt, ob das Ganze was taugt. Und die wichtigste Frage an der ganzen Sache ist, ob ich überhaupt einen Ball treffen werde. So, genug geschwafelt. Lasst uns dieses coole Produkt erstmal auspacken. Ausprobieren. Bis gleich. Na, kommst du da mal raus? Ah, endlich. Nachdem wir dieses coole Produkt jetzt ausgepackt haben, kommen wir ins Detail. So sieht das Ganze aus. Hier kommen nachher die Bälle rein. Klack. 10 Stück wurden übrigens mitgeliefert. Hier ist der An- und Ausschalter und hier kommen sie nachher raus. Es kommen 4 AA-Batterien hier unten rein. Na, wirst du wohl auf dem Tisch bleiben? Und dann innerhalb von 5 Sekunden kommen Bälle hochgeschossen. Bevor wir gleich loslegen, zeige ich euch nochmal den Schläger. Super genial. Das ist nämlich der Schläger, den könnt ihr ausfahren. Klack. Und dann sieht er aus wie ein Baseballschläger. Richtig cool finde ich diese Mechanik. Ja? So, dann werden wir das Ganze mal ausprobieren. Wir schnappen uns ein Bällchen. Übrigens, der ist aus Plastik, richtig leicht. Also, ich denke, kein richtiger Baseballball. So, einen haben wir ja schon. Ne, einen haben wir noch nicht reingepackt. Hier packen wir mal 2 rein. Dann werden wir das Ganze mal hier anmachen. Und mal gucken, ob das Ding richtig laut ist oder ob es leise ist. So, machen wir das Ganze mal an. Also wie ihr sehen könnt, die Bälle fliegen richtig hoch und ich denke mal, es sind 5-6 Sekunden, um sich mit der Schlagfertigkeit da so ein bisschen anzupassen. Und von der Lautstärke würde ich mal sagen, ist es ertragbar. Ja, dann würde ich mal sagen, sorgen wir ein bisschen für Platz, versuchen wir einen Schlag auszuführen und dann, wenn das hier nicht reichen sollte, sehen wir uns gleich draußen. Draußen ist nämlich besser. Ja, dann würde ich mal sagen, lasst uns die Baseballmaschine ein bisschen mit Bällen befüllen. Zack, zack, zack. So sieht das geladen aus. So von unten. Hier kommen die Bälle gleich rein und dann werden sie automatisch hochgeschossen. So. Jetzt machen wir das Ganze an und mal gucken, ob ich einen treffen werde. Ich weiß, es ist ein bisschen zu eng hier. Deshalb machen wir das gleich auch im Freien. Zack. Ich muss Tiny Tommy leider entschuldigen. Der ist gerade auf einer Spielzeugmesse. Ich soll das viel ausprobieren. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hier ist der Knüppel.
Sonst nehme ich meinen. Oder auch nicht. Probieren wir das Ganze mal aus. Kameramann, folgen Sie mir unauffällig. Dann werden wir das nochmal ausprobieren. Hi, meine Bälle! So, ich rück das mal hier wieder gerade. So, huch! Sie müssen noch irgendwo hinklacken. Wow! Was für ein Sportgeist! Schlag ihn doch mal weg in die Richtung. Cool. Nicht ganz weit weg. Nicht in die Richtung. Da. Naja, ist ja richtig. Ja. Okay, das solltet ihr lieber nicht nachmachen. Oder ihr guckt vorher rein, ob da ein Ball drin ist. Sonst kriegt ihr nämlich einen Ball vom Kopf. Und das wäre nicht so ganz so lustig. Bevor wir gleich zu meinem Fazit kommen, möchte ich nochmal ausprobieren, ob man überhaupt auch einen Tennisball verwenden kann. Das ist ein Tennisball. Mal gucken, ob der ist ein bisschen schwerer als diese Plastikbälle, ob der funktioniert. Das Ganze packen wir jetzt mal rein. Oh, er passt gar nicht durch die Öffnung. Schon mal sehr schlecht. Mal gucken, ob wir den überhaupt wieder rausbekommen. Ja, cool. Das Ganze sieht übrigens aus wie eine Rakete. Cool. Also müssen wir den Ball jetzt von oben nach unten einführen. Mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Ja, funktionieren tut das Ganze auch, bloß er fliegt jetzt nicht ganz so hoch wie diese Plastikbälle. Jetzt probieren wir nochmal so einen Nerfball aus, von dieser Nerfballmaschine, die ich übrigens sehr gut verstaut habe. So, der leuchtet übrigens im Dunkeln, nur mal am Rande erwähnt. Probieren wir das Ganze aus. Der funktioniert übrigens nicht. So, ganz gut. Holen wir wieder raus. Jetzt probieren wir mal, obwohl eine Nerf Revival Ball aus. Ne, Freunde, der funktioniert nicht, der ist zu klein. So, also müssen wir uns wohl vorlieb mit diesen Bällen nehmen. Kommen wir jetzt zu meinem kleinen Testergebnis oder meinem Fazit. Also ich finde das Gerät durchaus gelungen. Für 17 Euro kann man nichts verkehrt machen. Der Baseballschläger ist auch richtig super gelungen. 10 Bälle, was will man mehr? Und die fliegen auch
anderthalb Meter hoch und für so ein Trainingsgerät, ein richtiger Schnapper, gibt's bei Tiger so ein Geschenkemarktartikel sozusagen, ja Freunde. Wenn ihr noch Fragen haben sollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Tommy. So, und ich werde jetzt ein bisschen an meiner Baseballkarriere feilen. Egal.